Ja, verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu Die Deutsche Wirtschaft TV im Dialog. Heute mit einem längeren Gespräch, auf das wir uns sehr freuen, mit der berühmtesten Mutti Deutschlands. Und es handelt sich nicht um Angela Merkel, nein. Ja. Birgit Kelle. Es handelt sich um Birgit Kelle, danke, dass Sie sich schon selber vorstellen in unserer Sendung. Buchautorin, Publizistin. Bekannt auch aus Fernseh-Talksendungen, wenn es geht um das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Das ist eines ihrer Themen. Und wir wollen allerdings den Bogen heute mit Ihnen etwas weiterspannen, denn wir leben schon in etwas auch verunsichernden Zeiten, auch für uns Unternehmer. Ich werfe mal so ein paar klassischerweise Anglizismen schon mal in den Raum, die rumgeistern. Gender, Diversity, Equal Pay. Also, was hat es eigentlich mit diesen Dingen alles auf sich? Was müssen wir beachten als Unternehmer, um noch politisch korrekt unterwegs zu sein? Am besten, Sie stellen Ihr Unternehmen ein. Das wird nämlich immer schlimmer. Ich habe das Gefühl, dass wir von einer Vorschrift in die nächste kommen und dass man sowohl im Umgang mit Mitarbeitern, in der Frage, wie darf ich eine Bewerbung noch formulieren, wen muss ich einladen, wie verhalte ich mich korrekt, gerade als Mann. Sie können quasi nur von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen treten, auch innerhalb der Büroräume inzwischen, fahren Sie nicht mehr im Aufzug mit einer Frau alleine und so weiter. Ja, also man hat das Gefühl, es wird immer komplizierter zwischen Mann und Frau, je länger wir Feminismus betreiben. Sind das alles zufällige Entwicklungen oder was steckt dahinter eigentlich, dass wir in eine solche, ja tatsächlich auch wirklich ja, verunsichernde Zeit gekommen sind, wo Männer nicht mehr genau wissen, wie sie mit Frauen umgehen sollen, andersrum weiß ich nicht, kann ich es nicht beurteilen, Unternehmer nicht mehr mit ihren Mitarbeitern, ist das einfach so gekommen, steckt da auch ein Stück Ideologie hinter, was glauben Sie sind die Ursachen? Also ich glaube, das, was wir im Moment so erleben, diese ganzen Hypes, diese verschiedenen Sexismusdebatten, die quasi jedes halbe Jahr wird eine neue durchs Dorf getrieben, das hat schon etwas von Hysterie, die sich da entwickelt und ist, glaube ich, auch, haben wir das unserem Medienbetrieb ein bisschen zu verdanken, dass im Internetzeitalter, im Zeitalter von sozialen Netzwerken man solche Hysterien richtig hochpushen kann und das passiert auch gerade und so auch den Eindruck erwecken kann, als sei das ein gewaltiges Problem, etwas, was gesellschaftlich unbedingt behandelt werden muss und was wirklich Millionen von Menschen betreffen würde, tatsächlich. In meinen Augen und nach meiner Beobachtung ist das oft so eine große Seifenblase, in der sich die immer gleichen Leute, in der Regel relativ aufgescheuchte und nervöse Jungfeministinnen, gegenseitig ihr Leid klagen und im Endeffekt aber eigentlich die Mehrheit vor sich hertragen. Aber sie tun das relativ gut, weil die Medien ihnen auch in die Hände spielen. Das ist ein dankbares Thema. Diskutieren Sie über Sexskandale im Zusammenhang mit Unternehmen, mit der Filmbranche und so weiter, gibt das natürlich dankbare Themen, gibt es natürlich schlüpfrige Geschichten überall und das ist für die Medienbranche schön, also berichtet sie, also bauscht sie das mit auf. Nur mit der Realität hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Ich wage die Behauptung, dass die Realität und der wahre Umgang zwischen Männern und Frauen sich gerade auch in den letzten Jahrzehnten wirklich deutlich verbessert hat und dass wir schon viel, viel weiter waren und dass wir jetzt mit diesen neuen Skandalen und mit diesen neuen Sexismusdebatten, die nahezu provoziert werden, dass wir den Graben zwischen Männern und Frauen eigentlich wie im Moment gerade weiter ausgraben, anstatt ihn zuzuschütten. Ein weiterer Graben, wenn ich das so sagen darf, mit dem Sie sich beschäftigen, mit Hacke und mit Schaufel, ist das Thema in der Tat Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also Muttertier heißt ja Ihr Buch, mit dem Sie übrigens auch Furore gemacht haben, ohne dass da schlüpfrige Geschichten drin sind. Ja. Und kann man provokant gefragt eigentlich sagen, dass Kinder bekommen heutzutage so eine Art Wohlstandsrisiko schon geworden ist für Eltern? Wie stellt sich das da in Deutschland, der Widerspruch oder die Schwierigkeiten zwischen denen, die Kinder haben, die großziehen und jenen, die voll auf Karriere setzen können? Ja, man kann zumindest sagen, dass es auf jeden Fall ein enormes Altersrisiko geworden ist. Kinder bekommen, also je mehr Kinder sie bekommen, umso höher steigt ihr Risiko im Alter in die Armut zu verfallen. Und das ist eine relativ, menschheitsgeschichtlich eigentlich eine relativ neue Entwicklung. Denn bevor es staatliche Sicherungssysteme gab für Renten, waren Kinder ja immer eine Alterssicherung. Also man bekam ja Kinder quasi nicht, weil man Kinder so großartig findet, sondern die
Menschen haben früher Kinder bekommen, um im Alter auch abgesichert zu sein. Es war ein natürlicher Kreislauf. Ja? Und wir haben es jetzt geschafft, innerhalb weniger Generationen Kinderreichtum von einer früheren Alterssicherung zum größten Armutsrisiko im Alter werden zu lassen. Denn je mehr Zeit Sie heutzutage investieren in die Kinder, in die nächste Generation, umso länger bleiben Sie vom Arbeitsmarkt fern und umso sicherer gehen Sie in die Altersarmut. Das heißt, hier haben wir quasi eine gesellschaftliche Umwandlung und die ist vor allen Dingen auch dadurch bedingt, dass wir natürlich in Deutschland nicht mehr von einem Gehalt leben können. Also die allgemeine Steigerung der Lebenshaltungskosten, die Steuerbelastung und so weiter hat dazu geführt, dass Sie heute mit einem Gehalt in Ballungszentren eigentlich nicht mehr leben können. Und es geht ja nicht um Luxus, sondern es geht um das alltägliche Leben, um Miete, Strom, Lebenshaltungskosten. Früher konnte ein normaler Facharbeiter mit einer 40-Stunden-Woche seine Familie ernähren mit durchschnittlich 2 Kindern und dazu noch das Reihenhäuschen abzahlen. Und das funktionierte. Und dann konnte sich die Frau um die Kinder kümmern. So etwas, Sie können das auch austauschen. Es könnte genauso gut die Frau ja 100% arbeiten und der Mann das machen. Fakt ist aber, es funktioniert nicht mehr mit einem Gehalt und es ist auch gar nicht mehr gewollt. Wir haben verschiedene Kräfte, die im Endeffekt alle an der Frau zerren und sie unbedingt auf den Arbeitsmarkt haben wollen. Ja, in der Tat. Wir brauchen ja Fachkräfte und das ist doch ein tolles Fachkräftereservoir, die Frauen. Ist das nicht volkswirtschaftlich eine kluge Sache, mehr Frauen jetzt in die Wirtschaft zu bringen, damit sie dort Leistung bringen können, zur Wertschöpfung beitragen können? Na, wenn Sie einen Schritt davor gehen, dann werden Sie feststellen, dieser Fachkräftemangel kommt ja irgendwo her. Der kommt nämlich von dem Geburtenmangel. Und der Geburtenmangel hat eingesetzt, als die Frauen anfingen, berufstätig zu sein. Das heißt, je mehr Frauen Sie in die Berufstätigkeit drängen, und zwar sofort wieder oder möglichst sogar lückenlos, umso weniger Kinder werden diese Frauen bekommen. Das liegt ja in der Natur der Sache. Sie können nicht Vollzeit arbeiten und gleichzeitig Kinder großziehen. Das heißt, der demografische Wandel hat uns ja den Fachkräftemangel eingebrockt im Moment, weil die Kinder, die vor 20 Jahren schon nicht geboren sind, fehlen uns heute. Und die Geburtenrate steigt ja bis heute auch nicht weiter. Das heißt, die Kinder, die heute nicht geboren werden und die Geburtenrate stagniert, sie bleibt immer noch auf diesem niedrigen Level, die fehlen in der nächsten Generation wieder auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist natürlich eine billige Lösung, sagen wir es mal so, ne? Dass Mutti jetzt schön ins Büro fahren soll, damit der Fachkräftemangel aufgehoben wird. Nur ich sehe die Aufgabe von Frauen nicht darin, der Wirtschaft eingefallen zu tun. Und wenn man das jetzt mal aus der Perspektive der Kinder betrachtet, wie ist Ihre Einschätzung zu den großen Themen, die auch politisch jetzt, aber auch in den Unternehmen diskutiert werden, Bereitstellung von mehr Kitas und längere Aufenthaltsdauer in den Kitas, also von den Tageszeiten her, mittlerweile ja glaube ich auch schon Nachtbetreuung ist angesagt. Ist das ein Idealszenario für Sie, dass sich gut geschulte Sozialpädagogen dann frühzeitig schon um die Kinder kümmern können? Ja, am besten, wir führen dann auch die DDR gleich wieder mit ein. Dann haben Sie nämlich genau das, die Art von Kindererziehung, die Sie jetzt beschrieben haben, ist ja das, was wir gerade auch aus DDR-Zeiten kennen. Ich finde das ehrlich gesagt grauenhaft aus der Perspektive der Kinder, denn worauf arbeiten wir gerade hin mit dieser Forderung? Bitte immer mehr Kinderbetreuung, immer früher, immer länger am Tag, eben die ersten 24 Stunden Kitas. Wir sind eigentlich nicht mehr weit entfernt von der DDR-Wochenkrippe, wo sie die Kinder von montags bis freitags abgeben, damit die Eltern lückenlos für das Produktionsband zur Verfügung stehen. Das heißt, wir verheizen gerade die Kindheit unserer Kinder, damit die nicht stören. Im Produktionsprozess. Eigentlich müsste jeder anständige Antikapitalist auf die Straße gehen. Aber ausgerechnet seltsamerweise gerade die Linken, die Sozialisten und die Grünen finden das auch noch ganz klasse. Es ist eine paradoxe Entwicklung, die wir hier haben. Und es zeigt vor allen Dingen eins, Kinderinteressen und Fraueninteressen sind nicht zwingend immer die gleichen. Es wird zwar im gleichen Ressort verhandelt, ne? Wir haben ja dieses berühmte Ressort für Frauen, Kinder, Senioren, ich sage immer gerne für alles außer Männer in der Aufzählung. Gedöns hieß das doch früher bei Schröder. Ja, ne? Bundeskanzler Schröder nannte das immer das Ressort für Frauen, Gedöns. Das hat ihm sehr viel Ärger eingebracht, zeigt aber, welchen Stellenwert das hat im Kabinett. Und das halte ich für falsch, weil es werden gesellschaftliche Weichen gestellt durch die Frage, wo werden Kinder groß? Und womit werden sie gefüttert, wenn sie groß werden? Ja. Mit welchen Gedanken, mit welchen Werten? Und passiert das in einer Kollektiverziehung, wo sie in Gruppen groß werden, mit staatlichem Programm? Oder passiert das individuell in einzelnen Familien?
Und ich glaube, dass wir hier auf einem gefährlichen Weg sind, wenn wir darauf hinarbeiten, dass Kinder alle in die Kollektiverziehung gehen. Das Interesse der Wirtschaft und der Unternehmen an Frauen, das haben wir gerade schon tangiert. Aber wie ist es denn jetzt auch, die Politik sagt doch immer, dass die Frauen selbst eben auch den Wunsch haben, dann eben Karriere zu machen. Also Frage ist, fühlt sich die moderne Frau, wenn ich mal diesen Begriff nehmen darf, nicht auch unter Druck gesetzt, dass man eigentlich erwartet, dass Karriere gemacht wird? Ist das nicht auch ein Zwiespalt, der da zu spüren ist? Ja, absolut. Wobei man muss ja unterscheiden. Sie haben jetzt gerade selber unterschiedliche Begriffe genutzt. Die Frage, was will die Frau? Oder die Frage ist, wird sie unter Druck gesetzt? Also tut sie es, weil man es von ihr erwartet? Oder tut sie es, weil sie es will? Und ich stelle zunehmend fest, und das war etwas, was bei mir genauso vorlag wie bei vielen anderen Müttern, mit denen ich gesprochen habe in den letzten 15 Jahren, die sehr gerne auch mehrere Jahre sich um ihre Kinder gekümmert hätten, aber gesagt haben, erstens mal finanziell ist es kaum mehr machbar, das, was wir vorhin schon streiften. Und zweitens, dass sie sich ständig diesen dämlichen Fragen ausgesetzt fühlen, ob sie denn auch irgendwas Richtiges machen oder ob sie nur Kinder erziehen, ob sie nur Hausfrau sind. Es ist eine gewaltige gesellschaftliche Geringschätzung in unserem Land da für Frauen, die sagen, ich erziehe meine Kinder und ich gehe nicht sofort wieder in den Beruf. Auch hier haben wir eine Wende um 180 Grad hingelegt. Wenn Sie mal die 50er Jahre in Deutschland nehmen, da war es quasi noch so, dass man von der Frau erwartete, sie soll auf gar keinen Fall berufstätig sein und sie soll gefälligst heiraten, Kinder kriegen, den Haushalt führen und den Mann glücklich machen. Und inzwischen ist es so, dass sie auf jeden Fall berufstätig sein sollen, um als vollwertige Frau zu gelten. Und um Himmels Willen sollen sie nicht bei den Kindern bleiben und nicht den Haushalt führen. Und auf gar keinen Fall irgendwie sollen sie ihren Lebenssinn darin sehen, irgendwie einen Mann glücklich zu machen. Das ist quasi der feministische Super-GAU. Wir haben also eine komplette Trendwende und jetzt sind Frauen unter Druck, unbedingt berufstätig sein zu müssen, etwas vorweisen zu müssen und sei es noch den dämlichsten Job. Aber dann sind sie berufstätig, dann sind sie ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft und ansonsten sind sie halt nur eine Hausfrau und Mutter. Aber Sie haben das unlängst mal ganz interessant aus der volkswirtschaftlichen Perspektive quasi beschrieben. Ist eigentlich auch ein tolles Programm zur Schaffung von Arbeitsplätzen, ja, und von Sozialabgaben und so weiter. Ne? Ja, Teufelskreis, aber diese ganze Kette an Beschäftigungsverhältnissen, die nötig sind, wenn man das Private ins Staatliche verlagert. Wollen Sie uns das nochmal beschreiben? Ja, es ist, man muss einfach sehen, dass die Politik in Wahrheit überhaupt kein Interesse daran hat, dass ich als Mutter meine vier Kinder selber großgezogen habe. Weil ich ja denn nicht Teil dieser Produktionskette bin. In dem Moment, wo ich berufstätig bin, schaffe ich verschiedene Arbeitsplätze. Erst einmal meinen eigenen. Ja, das heißt, ich zahle auch wieder schön brav Steuern. Ich zahle in die sozialen Sicherungssysteme ein. Dann muss natürlich irgendjemand diese vier Kinder betreuen, die verschiedene Altersstufen haben. Sie brauchen vielleicht eine Nanny, sie brauchen vielleicht einen Kita-Platz, sie brauchen eine Ganztagsschule. Überall arbeiten Erzieherinnen oder Au-pair-Mädchen oder Babysitter. Alle bekommen Geld, die Tagesmutter bekommt Geld. Alle bezahlen Steuern. Alle zahlen in die sozialen Sicherungssysteme ein. Und wenn sie dann vielleicht noch alte Eltern zu Hause haben, die betreut werden müssen, was kein Problem ist, wenn einer zu Hause ist, dann brauchen sie jetzt vielleicht noch einen Pflegedienst. Na, auch da kommt jemand ins Haus, der zahlt Steuern, zahlt in die sozialen Sicherungssysteme ein und sie brauchen vielleicht dann auch noch eine Haushaltshilfe bei so einer großen Familie. Noch jemand, der Steuern zahlt. Das heißt, aus der Sicht des Finanzministers leiste ich familiäre Schwarzarbeit, weil ich mir erlaube, meine Kinder großzuziehen, ohne Steuern dafür zu bezahlen. Und jedes Mal, wenn jemand Fremdes aber meine Kinder hütet, wird ein richtiger Arbeitsplatz draus, wird es besteuert. Das heißt, dieser Kreislauf auf dem ersten Arbeitsmarkt wächst, es werden neue Arbeitsplätze produziert und wir wandeln gerade Familie in sozialversicherungspflichtige Dienstleistungsverhältnisse um. Ja, muss man mögen, aber dann darf man es nicht mehr Familienpolitik nennen, weil dann ist es eigentlich ganz knallhart Wirtschaftspolitik, es ist Steuerpolitik, es ist Arbeitsmarktpolitik, aber es ist alles andere als Familienpolitik. Dieser Widerspruch, der sich ergibt aus diesen beiden Anforderungen, auf der einen Seite Karriere machen, auf der anderen Seite eben Familie zu gründen, also nicht nur persönlich, sondern auch gesellschaftlich, der wird ja, das beschreiben Sie ja in Ihrer publizistischen Arbeit auch, ja mittlerweile auch durch wirklich Kuriositäten quasi geprägt, was da vor allem aus den USA rüber schwappt. Social Freezing, glaube ich, ist da ein Begriff, also dass man seine Eizelle einfrieren lässt, um dann später im Leben mit 40, vielleicht mit 50 Kinder zu bekommen. Also quasi dann der technokratische Ansatz, endlich diesen Widerspruch aufzuheben. Das, wie das immer ist, wenn man dann in Deutschland auch erwarten können, dass solche Sachen hier Einzug halten?
Die Diskussion haben wir ja schon längst. Also jetzt, wenn man das Beispiel Social Freezing nimmt, für die, die das nicht wissen, es bedeutet, dass man quasi in jungen Jahren sich als Frau seine Eizellen entnehmen lässt, sie einfrieren lässt, um dann irgendwann, wenn man Karriere gemacht hat und sagt, jetzt möchte ich aber Mutter werden, irgendwie jenseits der 40, mit Hilfe künstlicher Befruchtung sich diese Eier wieder einpflanzen lässt, um dann immer noch das Wunschkind zu bekommen. Das ist die Theorie. Das bedeutet, früher haben wir Karrieren auf Eis gelegt, um Kinder zu kriegen. Und heute legen wir die Kinder auf Eis, um Karriere zu machen. Ne? Auch hier Wende um 180 Grad. Und natürlich wird uns das wieder verkauft als Frau, als Freiheit. Man befreit uns von dem Druck unserer biologischen Uhr. Wir können endlich Karriere machen und müssen nicht mehr irgendwie gucken, dass wir rechtzeitig unsere Kinder bekommen. Das Problem ist, es ist eine große Lügengeschichte. Sagen wir es mal so. Keiner sagt diesen Frauen, dass die Chance mit 40, auch mit künstlicher Befruchtung, noch ein Kind zu bekommen, nur noch bei 25% liegt. Ja, das heißt, viele enden in Tränen und viele enden gar nicht dort, wo sie sich's vorstellen. Und viele stellen vielleicht auch fest, nachdem sie 20 Jahre lang hart gearbeitet haben, dass sie keine sozialen Beziehungen mehr hatten und dass die Zeit vielleicht für Familie völlig vorbeigegangen ist. Man bringt uns also dazu, unter dem Mantra, Mädchen, wir befreien dich von deiner Biologie, bringt man uns dazu, unsere besten Jahre der Firma zu schenken, statt einer Familie. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, dass es dennoch einem, das dennoch ermöglicht wird, dass Frauen Mütter werden können, dass sie aber dennoch die Chance haben, vielleicht später auch Erfolg im Beruf zu haben und sich da auch zu verwirklichen. Was gibt es da für Lösungsansätze? Was würden Sie sagen, wären Wege, das anzupacken? Was könnten vielleicht auch Unternehmen tun? Ich denke, dass wir Möglichkeiten schaffen müssen, diese berühmte Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht mehr nebeneinander zu denken, sondern hintereinander. Weil wir haben eine ganze erschöpfte Frauengeneration inzwischen vor uns. Wenn Sie Krankenkassen fragen, wenn Sie das Müttergenesungswerk fragen, dann stellen wir fest, dass explosionsartig die Anträge zum Beispiel auf Mutter-Kind-Kuren gestiegen sind in den letzten 10 Jahren. Die Mütter sind erschöpft. Man hat ihnen gesagt, das geht alles ganz prima, du kannst das toll vereinbaren, wir geben dir den Kita-Platz, dein Kind wird das toll finden. Ja, und wir haben alle, viele haben daran geglaubt, haben es versucht und haben festgestellt, das funktioniert alles gar nicht, weil auch Kinder nicht kleine Maschinen sind, sondern Menschen, ja, und die das vielleicht gar nicht sich so vorstellen können wie wir. Und es bei für viele Frauen keine Vereinbarkeit geworden ist, sondern in Wahrheit eine Doppelbelastung. Und die halten sie ein paar Jahre vielleicht durch. Und irgendwann brechen sie weg. Das heißt, das ist keine Lösung. Was wir hier machen, wir verheizen sowohl die Kinder als auch die Frauen. Und das wird auf Dauer nicht gut gehen. Und alle sagen immer, wir müssten nachhaltig Politik machen. Ja, wenn wir nachhaltig Politik machen wollen und wenn wir schauen wollen, auch dass die Geburtenrate wieder steigt, weil auch das brauchen wir ja in unserem Land. Wir brauchen mehr Kinder. Ja, der demografische Wandel wird sowieso nicht aufzuhalten sein, aber er kann gebremst werden. Nur wir tun gar nichts. Und deswegen denke ich, wir müssen schauen, dass wir Wege finden, dass es finanziell möglich ist, sich ein paar Jahre auch intensiv um die Kinder zu kümmern, um ihnen einen guten Start zu geben. Und dann haben Frauen immer noch viele Jahre, um berufstätig zu sein. Nur diese Zeit der Kindererziehung darf mir später auch in der Rente nicht auf die Füße fallen. Insofern auch ein weiterer Punkt wäre, ein Rentensystem zu schaffen, das endlich Gerechtigkeit schafft für diejenigen, die viele Jahre ja, in das Humankapital der Gesellschaft investieren. Wir haben verschiedenste Verfassungsgerichtsurteile, die das schon lange anmahnen. Sie werden einfach nicht umgesetzt. Ja, das heißt, wenn wir es schaffen würden, dass Kinder zu bekommen kein Altersrisiko mehr ist, sondern wieder ein Bonus, dann glaube ich, würden viel mehr Familien auch den Mut haben, mehr Kinder zu bekommen. Und dann muss man auch schauen, was machen denn andere Länder anders? Uns wird Frankreich zum Beispiel als Beispiel immer gegeben und da wird immer gesagt, naja, die bauen ja die Krippen und deswegen haben die die Geburtenrate von 2,0. Nein, nein. Ja, das machen die auch. Aber die Franzosen arbeiten zum Beispiel mit einer massiven steuerlichen Entlastung für Familien. Es gibt große Steuerfreibeträge für Kinder und zwar explizit zum Beispiel für das dritte Kind.
Also der Anreiz in Frankreich, das dritte Kind zu bekommen, ist eine so große steuerliche Entlastung, dass die allermeisten Familien steuerfrei werden, wenn sie sich für das dritte Kind entscheiden. Und in Deutschland haben wir die Statistik vom Familienministerium, dass mit der Entscheidung zum dritten Kind ihr Risiko, in Armut zu fallen, sich um 50% erhöht. Na, was animiert mehr fürs dritte Kind? Dass ich in Armut falle möglicherweise oder dass ich steuerfrei werde? Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass eben zum Beispiel Franzosen mehr Kinder haben, weil sie müssen auch Anreize schaffen. In Deutschland haben sie gleich die Mutterkreuz-Debatte am Hals, sobald sie irgendwie sagen, Leute, bekommt Kinder. Ich wüsste gar nicht, wen Sie wählen wollten, wenn Sie diese Position... Ich manchmal auch nicht. Diese Position, ernsthafte Frage. Die CSU. Sie kommt vom Niederrhein. Ich komme vom Niederrhein, es wird ganz schwer. Ja, ich bin irgendwo in irgendeinem Verband der Frauen, Frauenunion bei der CSU, bin ich als Ehrenmitglied aufgenommen. Okay. Aber ich kann Sie nicht wählen. Doch, Sie sprechen es richtig an. Es ist schwierig geworden, weil wir haben einfach bis hin in die CDU hinein, haben wir diese einheitliche Frauen- und Familienpolitik inzwischen umgesetzt. Und die CDU ist gekippt, damals ausgerechnet unter einer siebenfachen Mutter mit von der Leyen. Das heißt, sie bekommen überall genau das gleiche Angebot, nämlich Krippenplatz. Und ansonsten fällt den Leuten offensichtlich nichts mehr ein, was man machen kann, um flexibler zu werden. Und alles andere ist oft risikobehaftet. Da sagen viele, ja, Frauen sollen in die Selbstständigkeit gehen. Ich bin eine davon. Ich habe das auch gemacht, weil es auch die einzige Möglichkeit war, dann irgendwann mit 4 Kindern wieder berufstätig zu sein. Nur, als Selbstständige haben sie zum Beispiel keinen Mutterschutz. Sie haben keine Elternzeit. Sie haben gar nichts. Ich kenne Zahnärztinnen, die sagen, ich habe hier eine eigene Praxis. Ich muss nach 6 Wochen wieder in der Praxis stehen und gucken, dass mein Kind betreut ist, weil meine Sprechstundenhilfe nämlich sonst mehr verdient als ich. Ich muss aber die Praxis abbezahlen. Ja? Das heißt, wir haben überhaupt noch gar keine Lösung. Wir denken gar nicht ein bisschen weiter. Alle denken nur in Krippenplatz. Aber was man tun könnte, um den Menschen mehr Freiheit zu verschaffen, um sich vielleicht auch die Kinderbetreuung selber zu organisieren, darüber diskutieren wir gar nicht. Das Betreuungsgeld, das mal eingeführt wurde und wieder abgeschafft wurde, war eigentlich der richtige Weg. Es war mit 150 Euro lächerlich wenig, aber es war die Idee zu sagen, wir geben den Eltern ein Budget in die Hand, mit dem sie frei entscheiden, wie sie sich organisieren, ob sie selber betreuen oder ob sie es anderweitig ermöglichen und so weiter. Und ich finde, in diese Richtung müssen wir denken. Sind Sie eigentlich, ernten viel Widerspruch mit Ihren Positionen? Ja. Ernten Sie eigentlich auch Zuspruch? Also sind Sie da, kann ja eigentlich nicht, ne, bei den tollen Verkaufszahlen Ihrer Bücher. Also haben wir da auch vielleicht so als letzte Frage noch, haben wir auch einen Unterschied zwischen der veröffentlichten und der öffentlichen Meinung zu den Themen? Sie haben eben schon selber gesagt, dass Politik und Medien da auch ein bisschen die Frauen vor sich hertreiben. Wie ist Ihr Empfinden in dem, was Ihnen da tagtäglich begegnet? Also ich muss ehrlich sagen, die Realität draußen im Lande ist eine völlig andere als die, die wir in den Medien wiedergespiegelt bekommen. Und die Reaktionen, die ich bekomme, ist einerseits ja oft starken Gegenwind, gerade aus medial, aber auch von diversen Gender-Lobbygruppen, von feministischen Gruppen und so weiter. Für die ist das der Super-GAU, dass ich sage, Mutter zu werden ist was Großartiges und es ist völlig unproblematisch, wenn man sagt, ich lege meinen Fokus auf Familie erstmal und dann erst auf den Job. Und die Reaktion, die ich persönlich bekomme, würde ich jetzt mal gewichten, sagen wir mal 90% Zustimmung und 10% vielleicht Widerstand. Und den Satz, den ich am häufigsten geschickt bekomme oder geschrieben bekomme von anderen Frauen, vor allen Dingen Müttern, ist, sie sprechen mir aus der Seele. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, das auch aufzuschreiben, auch in Bücher zu schreiben, weil ich festgestellt habe, da sind so viele Frauen, die genauso denken wie ich, aber für die macht keiner Politik und für die schreibt niemand da draußen. Es ist, als wären sie nicht da. Dabei sind genau diejenigen eigentlich die Stützen dieser Gesellschaft. Und für die machen wir auch Fernsehen. Das ist ja sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Klebe. War viel zu kurz die Zeit, natürlich mit Ihnen gesprochen zu haben. Das heißt, wir werden das Ganze nochmal wiederholen. Vielen Dank für Ihren Besuch, verehrte Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder bei die Deutsche Wirtschaft TV.